Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von System Shock 2. Und zwar sind wir hier wieder mal nach einiger Zeit, wo wir nicht spielen konnten, mit dem Zwiebelpeter. Hallöchen. AK Markus und mit dem Dave. Servus. AK Dave. Genau, oder Dave Inc. Sagen wir es so. Genau, und wir befinden uns immer noch auf dem Weg zur Rickenbacker und müssen uns immer noch den Weg hier durchprügeln. Und da gucken wir heute mal, wie wir hier weitermachen können. Genau. So, wobei wir eben irgendwelche Alien-Eier noch töten müssen, damit wir überhaupt dahin kommen. Müssen so einiges töten, glaube ich, noch, bevor wir dahin kommen. Jo, da oben hängt schon eins. Genau. Ah. Wenn sie nur jedes Mal so auffällig irgendwo rumhängen, ist es ja auch gar kein Problem. Aber ich erwarte, dass wir noch so manche dunkle Ecke erforschen müssen. Ja, und dahinter ist ein Assassine. Du Arsch. Wo, her damit. Hier, da wo ich hinschieße, da hinten. Na. So, das Alien-Ei konnte ich schon mal deaktivieren. Leider habe ich nur Alien-Waffen, die bringst nicht wirklich gegen Roboter-Dinger. Oh, er ist tot. Dafür aber umso mehr gegen diese Anneliden. Hier hinten kann man noch übrigens Waffen steigern. Seid ihr jetzt die Treppe hier hochgegangen, oder? Nee, ich bin eigentlich noch unten und da ist noch eine Truhe zum Aufhacken. Genau. Wir sind nicht Assassine. Wir sind nicht weit weg. Und noch eine fiese kleine Spinne. Dies wurde durch die Überlastung der Mesonen mit Beschleunigerspule verursacht. Achso, ihr seid hier unten weitergegangen. Es gibt eine weitere Spule in Kapsel 2, die du gehen musst, um zur Brücke der Rickenbacker zu kommen. Hast du nicht gemeint, du hast keine Medikits mehr? Wird dasselbe passieren. Passieren. Warum? Hier liegt eins. Und hier ist eine Psy-Spritze in der Spinne drin. Gehe zur Triebwerkskontrolle. Oh, die kann ich mir gerne nehmen. Sehr schön. Dort werde ich dir die Früchte meiner Allwissenheit offenbaren. Noch mehr Psy-Spritzen, sehr schön. Und hier liegt noch, wie gesagt, noch ein Medikit. Soll ich das nehmen oder braucht das einer von euch? Ich brauch's nicht. Also ich habe gar keins mehr. Ja, dann nimm dir das hier, guck mal. Okay. Warte, ich komm grad. So ist es denn. So. Übrigens, es sieht ja auch ein bisschen spacig aus. Nein, da kann man runterfahren. Ah, fuck. Scheiße. Ja, weil da ist ein Knopf, um eine Brücke auszufahren, neben dem Audiolog, was da auch liegt. Scheiße. Ah, genau. Das Audiolog nehme ich mir mal gerade. Ich drück mal vorsorglich den Knopf da. Und wenn das für euch okay ist, würde ich das Audiolog jetzt auch mal abspielen. Das ist nämlich von Croker. Mach mal. Und das heißt Zugang Gondel B. Um die Gravitron-Generatoren umzustellen, muss ich in Triebwerksgondel B. Um dorthin zu gelangen, brauche ich meine verdammte Zugangskarte. Aber ich habe sie auf der anderen Seite des Rumpflex gelassen. Moment mal. Wenn ich die Hilfsstützen ausfahren kann, könnte ich... Das heißt, wenn sie die Explosion überstanden haben... Was bloß? Jo. Also ich habe vorhin auch noch einen Aktivierungsschlüssel gefunden. Für die, Ich habe jetzt 4 Aktivierungsschlüssel bei mir in der Tasche. Gut, ich weiß nicht. Übrigens, was ist denn eigentlich hier unten? Habt ihr das schon gesehen? Kommt mal bitte mit. Die Rampe da. Nee. Also hier unten war ein Ei, was ich übrigens. Was denn? Nee, ich bin gerade die Rampe runtergerannt. Ja, die Rampe runter. Genau. Okay. Da war zum einen ein Ei, was ich weggekloppt habe, und dann geht's ja hier noch irgendwie weiter. Na, können wir gern mal weiter. Was haben wir denn hier? Hat sich jetzt richtig gelohnt, der Weg? Achso, hier geht's nochmal wieder hoch. Naja, wir müssen ja von der anderen Seite auch noch die Brücke ausfahren. Da ist noch ein Einwegwartungszeug. Spinne, geh weg, ich mag dich nicht. Auf der anderen Seite liegt auch noch ein Audiolog. Okay. Ach, hier oben haben wir den Assassinen gelegt. Wo liegt das Audiolog? Hier bei mir.
sehe genau drauf. Ah, da. Halt. Da. Genau. Und das spiele ich jetzt mal ab. Das ist von Bayless Tau Ceti, Teil 3. Nach ein paar Stunden waren wir wie betrunken. Ich kann mich an lange Abschnitte gar nicht mehr erinnern. In einem Augenblick waren wir in dem Krater und im nächsten luden wir die Eier in das Shuttle. Ich erinnere mich daran, dass dieser Idiot Korenschkin die von Braun anrief und befahl, das gesamte Hydroponikdeck zu räumen. Diego hielt das für seltsam und sagte, bist du verrückt, Anatoli? Und Korenschkin lächelte ihn an und antwortete, oh, Captain, wir sind nicht Anatoli. Okay. Ich hab da schon drauf gedrückt. Jetzt entschuldige bitte. Gerade wieder zurück. So, jetzt fährt's wieder aus, genau. Ich muss mal gerade kurz eine Waffe reparieren. Mach mal. Oh, ich sehe ein Ei. Das gehört mir. Du Eierdieb. Aber ihr dürft von mir aus auch gerne. Meine Ressourcen sind begrenzt. Aber ich kann es mit meiner Waffe eigentlich kaputt machen. So, eins weniger. Okay, jetzt habe ich zumindest meine meine Dingswaffe, meine Fusionskanone wieder repariert. Das heißt, wir können hier gar nicht runter, richtig? Nee, sieht nicht unbedingt raus. Ah nein, ich bin tot. Wir müssen ja, über die diese tot. Brücke, ne? Genau, und dazu müssen wir wohl noch ein paar andere Teile ausfahren. Das denke ich nämlich auch. Ich bin tot, oh mein Gott. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben. Für eine gute Sache. Ja, nein! Doch. Ah, ich hasse was diese denn? Treppe, ey. Treppe? Ah, die verfickte Leiter, ne? Ja. Kommst du da hoch, dann willst du abspringen und dann stirbst du schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich mache irgendwas falsch. Wir können ja derzeit mal überlegen, wo könnte ein dritter Hebel für die Brücke sein. Oh. Oder es könnte auch sein, dass wir von da aus, wo du gerade stehst, drüber hüpfen müssen und dann da schräg drüber springen. So auf diese beiden ausgefahrenen Ecken, ne? Ey, und überall liegen jetzt Psi-Spritzen rum. Hier, wo ich gerade stehe, sind auch noch ein paar Naniten. Wo stehst denn du? Ich bin über das Geländer da gesprungen, hinter dir. Genau. Ah, okay. Und da wäre dann auch ein Teil der Brücke wieder. Ah, okay. Was wir ausfahren können, ne? Genau. Beziehungsweise nicht, was wir ausfahren können, sondern die zwei, die wir schon ausgefahren haben. Und wie gesagt, wir könnten da schräg drüber springen, höchstwahrscheinlich. Aber hier geht's doch hoch zu Pod 2. Ja, das sieht auch interessant aus. Ganz schön akrobatische Action. Auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich eine Kartenansicht? Nee, die Karte gibt's gerade nicht. Ich bin übrigens gerade hier hochgegangen, diese Leiter zu Port 2. Da solltet ihr mal hochkommen. Oh ja, ich seh's. Weil Billy, hier liegt nämlich auch ein Audiolog. Und ja. Ein Ei, was ich gerade tot geprügelt habe. Noch 10 Eier. Nur noch. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ein paar Leichen. Paar Naniten. Hast du die 40 Naniten eigentlich von unten mitgenommen? Ja, ah, nee. ich war so frei. Okay, so. Und hier ist ein Knopf, den drücke ich jetzt einfach mal. Okay. Da ist ein Assassine, hörst du ihn? Ja. Ah, ihr seid die Leiter da hochgegangen? Au, ja. Au. Überwachungssystem deaktiviert. Was hat mich denn da jetzt erwischt? Das war doch nicht der Assassine. Au! Ah, okay, aber die andere Leiter. Achso, das sind die sprühenden Funken hier, die uns das Leben schwer machen sollen. Ach du Scheiße. Du, bekommst du die Leiter hoch? Mhm. Ich Spinne! Aber hier ist nix. Hä? Eine Astralspinne, geil. Wo seid denn ihr? Wir sind die Treppe hochgegangen. Welche? Die Leiter. Die Leiter. Da, wo Pod 2 draufsteht. Warte, ich komme nochmal runter und hol dich ab. Okay, und ich wollte unten sowieso noch gucken, was es vielleicht mit den Brücken auf sich hat.
Ah, das hört sich ganz nach Midwife an. So, wo bist denn du, Billy? Wo bist denn du? Ich bin an der Rampe nach unten quasi. Ach so, an der Rampe nach unten seid ihr, okay. Also beziehungsweise komm mal da hoch, wenn du da unten sein solltest. Ich bin gerade wieder in dem Tunnel unten drin. Nee, komm mal da zu der Rampe bitte zurück. Und ich lauf so ein bisschen auf den Containern rum und guck mich um. Achte. Geronimo! Okay. Ja, so, siehst du mich hier? Ah, da. Gut, seht genau. Ihr mich? Komm mal mit. Jetzt macht mal, ich versteck mich und ihr dürft mich so. Du musst das Space gedrückt halten, dann kannst du rüberspringen. Mhm. Hey. Bist du drüben? Achso, hier hinten, Pod 2. Ach, da. Ejo. Okay. Jetzt musst du aber ein bisschen hier mit tricksen, weil du musst oben an die Leitern wechseln. Oh, wie geht denn das? Na, einfach hochklettern, solange du nicht mehr kannst, umdrehen und dann nach vorne und springen, also Space. Ah, okay. Nein! Das andere Space. Ich hatte das Space, aber er hat mich runtergekickt irgendwie. Die Leitern sind Billys größter Feind. Ja, echt. Leitern, ne? Furchtbar. Ich hasse sie auch im Real Life. Krieg ich immer voll die Krise drauf. Auf Leitern. So, okay. Versuch das jetzt nochmal. Überwachungssystem. Ansonsten, ich gucke jetzt mir jetzt einfach mal die zwei Leitern da an. Die zwei Brücken. Da kann man doch sicher drüber springen. Hier hoch, bis ich nicht mehr kann. Überwachungssystem deaktiviert. Umdrehen. Hey. Ah, jetzt. Oh fuck! Der nächste. Nee, Midwife. Nein! Ich habe gerade die Sache mit den ausfahrbaren Brücken hier mal fertig gemacht. Ich sehe da zwar kein Audiolog, aber eine Zugangskarte, die nehme ich jetzt einfach mal auf. Ich bin so blöd. Ein paar Granaten. Die, Bitch, die! Oh, eine perfekte Alien-Kanone. So, zwei stinkende Midwife-Wifes. Midwife-Wifes. Midlife-Crisis-Wifes gelegt. Ohne Batterie. Herzlichen Dank. Ich freue mich. Und eine Batterie, ich freue mich. Um die Brücken müssen wir uns jetzt auch nicht mehr kümmern. Ich guck gerade noch, ob da vielleicht irgendwo ein Ei ist an der Decke oder so, aber nee. Okay, ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt hier weitergehen, wo ich jetzt gerade bin? Also, ja, müssen wir ja wahrscheinlich, ne? Also das sieht nach dem Weg aus. Hier mit den Brücken geht's auf jeden Fall nicht mehr weiter. Okay. Gut, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Der Gestalt in Billys Form. Ja, genau. So, ich hab noch ein Medikit. Will jemand eins? Ich bin da. Oh mein Gott. Halleluja. Ja, pff, Halleluja, aktuell nicht. Also aktuell geht's mir ganz gut. Genau, da liegt nämlich noch ein Audiolog. Genau, und das habe ich jetzt gerade aufgenommen und das würde ich jetzt nochmal abspielen. Und zwar Baylis, Daten von Tau Ceti wieder. Aus irgendeinem Grund beeinflussten sie mich nicht so wie die anderen. Überwachungssystem, als ich deshalb das Stück einer Datenscheibe in der Nähe des Kraters auf Tau Ceti fand, steckte ich es in meinen Gürtel und dachte, Dr. Polito wird wissen, was man damit anfängt. Okay. Mhm. Das war Shodan. Genau, anstelle von Dr. Polito. Dann müssen wir hier weiter durchgehen, ne? Durch diesen offenen Türgang hier. Ich glaube sogar, das, was wir auf Tau Ceti gefunden haben, das war Shodan. Oh, hier. Oh, guckt mal hier. Ein Audiolog. Ja, ganz viele Chemikalien. War nur eine Chemikalienliste. Ja, und Audiolog mache ich mal gerade an wieder. Das ist, okay. Eine Chemikalienliste. Genau, die. Okay. Ich habe sowieso jede einzelne Chemikalie bei mir, also kann ich auch gern die noch alle mitnehmen. Oh, hier ist ein Dicker. Hurra. Hier war ein Dicker.
Alter, womit schießt du denn da? Hier ist ein Ei. Ja, mit der, Hier war ein Ei. Mit der Fusionskanone. Hier liegen Naniten, wer will, da die Fusionskanone, die solltest du eigentlich aufbewahren. Also diese kleinen Gegner lieber mal mit der... kleine Gegner? Der war riesig. Das war so ein großer, weißt du? So ein dicker. Ja, es werden noch, glaube ich, schlimmere kommen, aber okay. Was? Also ich glaube, es gibt noch eine zweite Art von den großen, das meine ich. 50 okay. Naniten, wer braucht die? Nimm ruhig. Oh, danke. So, ich habe hier hinten in dieser, wo hier Nahtzelle B steht, da war noch ein Ei, das habe ich gerade mal weggelasert. Sehr schön. Achso, da kann man ja eh runtergehen hier. Hier liegt, Billy, hier liegt noch ein Audiolog. Ja, Moment, ich gehe gerade hier nochmal eben, da war noch so eine Leiter, da konnte man hochgehen. Ah, warte mal, das muss ich gerade mal... Aber da ist nichts. ...jemanden anderen geben. Okay. Dafür kann ich mir dann meine Reagenzgläser nehmen. Hier unten, wenn Sie mir mal bitte folgen möchten. Ja, ich folge. Hier liegt ein Audiolog. Ah, okay. Und hier liegt eine Psi-Spritze. Mal wieder. Welch Seltenheit. Dave? Oh, unser Kumpel Korenschkin. Oh, aua. Aua. Mich hat da gerade was hinweggerissen. Das war ein Lasertor, oder? Aber was für einer? Doppellaser. Der hat mich jetzt auch überrascht. Die Sau. Es wäre echt mal wieder Zeit. Laser Tower kaputt. Es wäre echt mal wieder Zeit für so einen schönen Klonpunkt. Weil, ja. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier gestorben wären im Singleplayer, wären wir ja nicht wieder aufgeweckt worden. Und das ist schon ein ganz schöner Schwierigkeitsgrad, um da überhaupt hinzukommen. Mhm. Vielleicht auch nur wegen dem Unmöglich, aber trotzdem. Ach, da hinten rum war es, genau. Kommt ihr wieder hierher, wo ich jetzt bin, oder? Jo, wir sind, oder... Ja, ich versuche gerade hier rüber zu kommen. Ich habe auf dem Weg jetzt ganz viel fallen lassen müssen, weil meine... tollen Stärke-Boost abgeklungen sind. Mm. Ich brauche irgendjemand, der... Ja, okay, warte, hier sind ein paar Granaten, die kann Billy auf dem Weg gleich aufsammeln. Das Anti-Strahlungsserum auch, aber das Reagenzglas hätte ich ganz gerne. Schmeiß ich das da weg. So. Da liegen noch ein paar Granaten und das Strahlungsserum. Ich habe ja meinen Strahlungsanzug. Servus. Okay, super. Ansonsten gibt's hier noch was. Hier sind ein paar Leichen, da. Ein paar Naniten. Hier ist einer. Zwiebelpeter ist am Kacken. Was? Du bist am Kacken. Wieso das denn? Oh, weil du sitzt. Habe ich einen auf Siri, auf was war das? Duke Nukem gemacht. Halt, warte mal. Du bist die Runkelrübe. Hier, kriegst du genau. Ein bisschen Munition. So. Oh, danke. Das Audiolog hast du noch nicht, ne? Von Korenschkin abgespielt. Ach so, ja, nee, Quatsch, halt. Moment, muss ich noch. Genau, Chemikalienliste hatten wir und Korenschkin Verzückung. Spiele ich jetzt ab. Was hielt dich für Macht? Was macht dich über Freude? Wie leer mein Leben gewesen sein muss. In dem Maß, wie ich meinen Körper mit der Biomasse vereine, spüre ich ein Gefühl der... Alles klar, Junge. Gut, haben, nice. Haben wir in dem Abschnitt dann alles gemacht? Da ist nichts mehr, ja. Okay. Hier war alles? Ja. Okay. Weil da hinten liegt noch einiges auf jeden Fall. Oh ja. Ah, okay. What the fuck? Raketenturm aufpassen. What the fuck? Moment. Uah, fliegen. Moment, weg. Weg, 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 weg. Das war jetzt auch blöd. Ich habe mich nicht einmal geheilt auf dem Weg. Komm. Dann gehen die denn mal weg hier? Die müssen doch jetzt mal langsam. Geh mal lieber nicht da rein. Okay. So, Raketenturm kann ich auch machen, gerne. Warte, pass auf, Zwiebelpeter. Moment. Jo. Oh, fuck. Wieso schießt denn der nicht? Oh, fuck.
Alter, ist das ein krasses Level. Guckst du hier um die Ecke, ist so ein blöder Laserturm an die Decke geschraubt. Ich glaube auch irgendwie, dass wir die Klonstation wahrscheinlich übersehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier bislang wirklich keine geben hätte sollen. Oh, Raketenturm. Und Raketenturm und Laserturm und zwei Lasertürme. Oh no. Ah, fuck. Scheiße. Au. Okay, ich bin tot. Wir kommen. Aber da, wo ich gerade war, da war auch so eine Station, um die ganzen Sicherheitsdinge auszuschalten. Ja. Okay. Gucken wir mal. Also ich habe jetzt mal gewechselt wieder auf mein EMP-Gewehr. Da. Gucken, ob das was bringt. Bei den Türmen. Weil der andere hat gerade irgendwie nicht geschossen. Komischerweise. Die Fusionskanone? So, genau. Wo sind wir denn jetzt rumgegangen? Du weißt, dass, ja, Vorsicht, um die Ecke ist er. Du weißt, dass die Fusionskanone ganz, ganz wenig Munition hat im Spiel. Das sind diese Prismen, die du dafür brauchst. Ja, ich habe noch genug Munition, aber der hat nicht geschossen. Leco mio, Alter. Da ist noch einer. Okay, ich gehe mal den anderen Weg. Also wenn ihr nach dieser Tür nach rechts geht, da kommen noch mal drei Türme auf jeden Fall. Ja, so Lasertürme auch, ne? Und links, da habt ihr jetzt den Raketenturm schon fertig, richtig? Ja. Nee, der lebt immer noch. Okay. Also Billy hatte einen gelegt, aber irgendwie hat er seinen Kumpel mitgebracht, weiß ich nicht. Ja. Was sind das? Abwehrkanone der Rickenbacker, ist das hart. Okay, kriege ich den kaputt wenigstens. Nein! Ja, kriege ich kaputt. Oh, ich und Leitern. Wartet mal, ich habe hier noch eine Dingsstation gefunden. Perfekt. Hier ist noch ein bisschen Munition, wo ich gerade stehe. Ah, und ein Ei, super. Allerdings höre ich da auch eine Assassine. Genau hinter dir bin ich gerade. Ja, und der Turm lebt halt noch. Ach so, okay. Dann lass uns doch erst da. Vorsicht, um die Ecke ist ein Laser. Habe ich kaputt gemacht. Ach, sehr schön. Wo ist denn Billy? Ja, ich komme wieder. Ich bin mal wieder die Leiter runtergefallen. Ach, was machst du denn? Immer. Ich weiß auch nicht. Ich, Leitern und ich sind keine Freunde. Es ist einfach cool. So. Der Assassine hat mir gerade das Zerstören des Eis abgenommen. Gibt's einen Assassine? Da unten, also unter der Leiter auf dem Grund. So, jetzt hier hoch. Jetzt ist halt die Frage, warte mal, wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir haben unendlich viele Wege. Ja. Aber da unten ist auch nur eine Kiste zum Hacken. Oh, jetzt der Turm im Arsch. Jetzt habe ich den Turm platt gekriegt. Okay, dann komme ich erstmal wieder hoch. Alter, hier ist ja alles. Was? Wie? Achso. Ich habe das Ei zerschossen. Alter, was ist das denn? Was war das? Was hatte ich umgebracht? Also ich vermute mal, es war eine Rakete, die als Grafikfehler noch vor dem zerstörten Turm hing. Das war nämlich so ein flammend roter Kreis mit so einem mit so einem Buppel, der gewackelt hat wie ein Lämmerschwanz. Und da bin ich drauf zugegangen, weil ich dachte, kannst du irgendwie aufnehmen, und dann machte es nur Pum. Und dann war ich tot. Hier ist noch ein Einweg-Wartungswerkzeug. Das nehme ich mal mit, das gebe ich dir gleich. Aber schau dir mal die Rickenbacke an. Ist das nicht eine schöne Aussicht? Also, schön für die Grafik. Oh, jetzt bin ich auch das erste Mal in der Leiter gestorben. Ich kriege ja nur einen Anfall. Oh, guck mal. Oh, ja. Ja, da müssen wir hin. Mhm. Sagt mal. Aber die hängt doch hier dran, ne? Ja, wir müssen da durch. Allerdings erst, nachdem wir die vielen Eier kaputt gemacht haben. Hatten wir nicht hier irgendwo eine Waffenlernstation? Ich glaube ja, die war allerdings unten, wenn ich mich nicht irre. Weiß es nicht, genau. Im Chemikalienraum war sie jedenfalls nicht, nee.
Okay, also wir können jetzt zum einen rechts lang, da sind drei Türme, oder die Leiter nach unten, da ist ein Assassine. Ehrlich gesagt bin ich eher für den Assassinen erstmal. Ja. Am besten gehst du da erstmal hier. Oh, fuck, okay. Da ist er, genau. Ja. Ah, oh, no. Okay. Da hat er mich direkt gehabt. Ja, wenn der auf mich zukommt, ist er tot. Aber wenn ich auf ihn zukomme, bin ich tot, leider. Wo seid ihr jetzt lang gegangen? Beim Assassine. Ah, aber hier ist eine Klonstation. Okay, wenn ihr jetzt sterben würdet, wärt ihr direkt bei mir. Bist du den Weg runtergegangen, oder wie? Genau, genau. Ich habe übrigens gerade noch ein Ei geplättet. Ja. Das war hier auf dieser Station. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Zeit? Also 25 Minuten sind jetzt quasi rum. Okay, dann warten wir noch auf Billy und dann können wir ja. Ich mache jetzt zwischenzeitlich mal die Kiste auf, weil ich ja so ein mörderguter Hacker bin. Und ich kriege ein paar Würmchen. Und ich komme jetzt mal wieder zu euch. Was haben wir denn da drin? Eine Fusionskanone und 20 Prismen und ein unerforschtes Objekt. Das nehme ich gerade mal. Und ich habe hier noch eine komische Virenwaffe mit einem perfekten Zustand. Ja, die Virenwaffe, ich habe auch eine perfekte Virenwaffe. Okay. Wenn du willst, kannst du sie gern für mich rumtragen. Ja, kann ich machen. Seid ihr die Leiter runtergegangen? Ja. Meine Frage ist nämlich auch noch die, ob ich vielleicht EMP-Waffen lernen soll. Würmer, Frieda. Du meinst Alien-Waffen, oder? Nee, EMP. Doppel-EMP-Gewehr habe ich nämlich hier zwei mit 130 Schuss. Gut, also da habe ich dir ja gesagt, dass das super gegen Roboter ist, aber dafür gegen Anneliden nutzlos. Ja. Musst du wissen. Vorsicht, hier liegen überall Würmer rum. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde eher meine Punkte jetzt auf Wendigkeit mal geben, weil das ist schon ziemlich, ziemlich praktisch manchmal. Ja, genau. Na gut, dann lasse ich da mal durch. Hier, machen wir eine schöne Runde. Moment. Ich habe noch was für dich, und zwar ein Einweg-Wartungswerkzeug. Okay, da ist ein Laser-Ding. Laser. Vielen Dank. Und was hätte ich noch? Dieses Warm-Mind-Implantat, kann das einer von euch benutzen? Habe ich schon zwei. Okay, kannst du das benutzen? Aber ich habe jetzt auch ein... Ich habe jetzt auch ein Warm-Blood-Implantat. Das werde ich dann in meiner Folge gleich ein bisschen näher betrachten. Okay, dann bevor wir gehen, werde ich kurz eine Waffe entladen. Und die wegschmeißen. Bang, hab man gehört. Weil ich habe noch eine andere davon. Super. Jo, genau. Also sind wir hier schon leider wieder am Ende angelangt. Und da machen wir nämlich jetzt ein Päuschen, bevor es dann mit dem Dave weitergeht, der uns durch die nächste Folge führt. Und da gucken wir mal, ob wir die ganzen Eier hier platt gemacht kriegen und zur Rickenbacker kommen und überhaupt. In der nächsten Folge bezweifle ich das noch. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja.